herzlich willkommen bei den neuen Folgen von Backstage. Ich bin Ana Milva Gomez und ich spiele Dolores hier bei Sister Act. Und ich wollte heute mal ein bisschen zeigen, wie es Backstage bei uns so abgeht. Also komm rein. Also, meine Garderobe, zum Glück muss ich nicht diese Treppe hoch, ist hier auf dem Erdgeschoss. Es ist klein, aber fein. Es ist sehr gemütlich. Naja, ich habe ein paar Sachen gekauft, ein paar Kissen und einen Mini-Teppich, damit es ein bisschen mehr Farbe hat. Und ja, hier schminke ich mich. Ich mache das immer selber. Das ist eine gute Vorbereitung für die Show, damit ich ein bisschen Ruhe habe. Ruhe hat die Holländerin vor der Vorstellung nicht oft. Die Tür ist immer auf während der Show. Die Ankleider, die Leute von der Maske sitzen immer hier. Und es macht mir Spaß. Ich bin wirklich so ein Mensch. Wenn ich zu Hause bin, bin ich gerne alleine. Aber hier auf der Arbeit bin ich gerne von Leuten umgeben. Und hier rechts. Gesellschaft findet man im Theater immer. Ein beliebter Treffpunkt ist die Maske. Einer von vielen Bereichen, die Anna helfen, auf der Bühne zu glänzen. Abend für Abend sind 5 Maskenbildner beschäftigt. Sie sind nicht nur für Schminke, sondern auch für Perücken und andere haarige Teile zuständig. Also ein paar Jungs haben, darf ich? Solche Teile hier, das wird ja so festgemacht. Toll, oder? Also meine Afro-Perücke ist mein Lieblingsteil und der ist da. Wie oft wascht man sowas? Bitte also, sag jeden Tag. Nein. Waschen ist bei diese Haare ziemlich schlecht, weil die verfilzen so arg. Mhm. Also wir waschen so, soll ich das jetzt sagen, wirklich? Einmal im Monat? Nein, alle 2 Wochen. Ja, ja. Schau ganz genau, in mir steckt ein Star. Guck, dieser Look unverwechselbar. Sieht und versteht. Nicht nur in Sachen Hygiene verlässt sich Anna auf ihre Maskenbildner. Wenn ein Perückenwechsel ist oder einfach einmal schauen zum Nachstecken, wie bei der Anna zum Beispiel mal, oder zum Schauen, ob die Haare noch passen, zum Nachfrisieren. Ja, also sind wir auch hinter der Bühne unterwegs, während ein Stück halt. Neben ihrer Haarpracht wechselt Anna in der Rolle der Dolores auch ihr Outfit mehrmals. 11-mal heißt es für sie umziehen. Also im ersten Akt, ich bin eine Disco-Tänzerin und die sind so toll. Die sind auch ziemlich bequem, sehr sexy. Kommen so ungefähr bis da. Dazu gehört dieses Oberteil. Sehr tief ausgeschnitten und so ein Riesen. Oh Gott, wie geht das nochmal? So mit einem Gürtel. Hier oben drauf. Und drunter ist natürlich sehr kurz, aber ich habe ein Höschen drunter. Wenigstens. Mit jedem Schritt gebe ich zu verstehen. Ich habe Charisma und Sex für 10. Mann, sowas kann selbst ein Blinder sehen. Maskenbildner und Darsteller sind ein Team. Nicht nur vor der Vorstellung. Für mich ist es halt, ich bin Dolores, verkleidet als eine Nonne. Und das Tolle daran ist, dass also mein Kostüm ist so bequem. Ich kann mich frei bewegen und es ist halt lustig. Ich fühle mich super. Ich fühle mich wirklich super in so einem Kleid. Ich weiß nicht genau, was die Nonnen davon, die echten Nonnen, was die dazu sagen. Aber ich finde es wirklich, es ist halt bequem. Ohne ihre Ankleiderinnen wäre Anna bei den vielen Kostümwechseln aufgeschmissen. Bei der Verwandlung von Disco Queen auf Nonne greifen ihr sogar 4 Personen gleichzeitig unter die Arme. An der Maske nimmt schon jemand die Nadeln aus der Perücke hinaus. Also das alles gleichzeitig, dass das aufgemacht wird. Dann gleich in die Schuhe hinein und dann wird die Kutte hinaufgezogen und dann machen auch 2 Leute diese Kutte zu. Ja. Und es ist ziemlich schnell. Also ja. Eine gute Minute nicht vielleicht, mal. Nicht mal. Ja, die Mädels sind einfach so schnell. Ich brauche nur so machen und fum, 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 fum. Und ich kann wieder auf der Bühne. So, wir sind jetzt im Backstage-Bühnenbereich. Und es ist jetzt sehr viel los. Die Jungs bauen das alles auf.
Auf der Bühne verbringt Anna schließlich die meiste Zeit. Auf die Technik muss sie sich voll und ganz verlassen können. Deshalb wird vor jeder Show noch einmal alles genau kontrolliert, sodass es zu keinen Pannen kommt. Mal schauen, ob wir irgendjemand finden können. Ah, Michaela! Michaela! Ja. Hi! Das ist Michaela. Sie ist die Schnurbodenmaschinenmeisterin. Ja, genau. Ja. Und musst du mal erklären, was es ist, weil ich kann das nicht. Ich bin im Prinzip weniger hier unten auf der Bühne tätig, sondern da oben und bewege in normalerweise diese ganzen schweren Teile, die von oben kommen oder auch sich so bewegen. Die Bühnentechniker haben jetzt sozusagen die ganzen Kulissen, die sich auf der Bühne befinden, schon mal eingerichtet, das heißt an den richtigen Platz gebracht für ihren ersten Einsatz, auch die Requisiten, das sind die kleineren Sachen. Und dieses fertige Einrichten, das passiert eigentlich erst kurz vor der Show. Die Show ist hochtechnisiert. Per Knopfdruck werden die Kulissen an den richtigen Platz manövriert. Michaela hat von oben aus quasi den Rundumüberblick. Das sind dann teilweise Verwandlungen, also Szenenwechsel, in denen bis zu 20, 30 Antriebe gleichzeitig fahren. Ich habe Bildschirme, wo ich die Maschinenbewegung sehe, und ich habe aber auch 4 Ansichten der Bühne, wo ich drauf gucken muss, ob da auch niemand drunter steht. Das ist eine echte Herausforderung, das alles im Blick zu behalten. Eine große Herausforderung für die Sänger ist, man will es kaum glauben, die Theaterluft. Eine Befeuchtungsanlage hilft hier vor der Vorstellung nach. Gerade durch die ganzen Scheinwerfer und so wird das hier halt erstens unglaublich warm und die ganze Luftfeuchtigkeit, wenn überhaupt welche da ist, wird rausgezogen. Ja, es ist ja trocken. Und deswegen wird vor der Show immer ein bisschen dagegen gearbeitet. Ja. So, mal kurz dahin drehen, das schaue ich denn jeden Abend an. Und es ist wirklich wunderschön. Ich muss sagen, das Ronacher Theater ist eines der schönsten Theater, wo ich je gearbeitet habe. Aber diese ganz kleinen Details überall, es ist echt, echt schön. Im Zuschauerraum befindet sich aber auch jemand, der dafür sorgt, dass Annas Stimme richtig gut zu hören ist. 46 Stimmen und 23 Instrumente liegen letztendlich in der Hand von Tontechniker Jerome Berg. Wir haben für jeden Darsteller gibt es eigene Einstellungen, die wir vorher reinladen in das Pult, was digital abgespeichert ist. Und wir das einfach, wenn ich weiß, heute spielt nicht die Anna, sondern die Sidonie Smith zum Beispiel, dann lade ich ihre Einstellung rein. Die ganze Show ist live. Das ist das, was das Musiktheater ganz eigentlich ausmacht, dass wir nie das Gleiche haben. Das heißt, wir müssen immer wieder auf die Situation reagieren. Mal ist wer richtig gut drauf und du denkst, wow, mal ist wer einfach nicht mehr so gut drauf, und dann helfen wir demjenigen. Was meinst du damit, Jerome? Bei der Anna ist das noch nie vorgekommen. Und wenn Anna mal so richtig loslegt, klingt das dann so. Für Anna alias Dolores geht es 50 Minuten vor der Vorstellung los. Schritt für Schritt schlüpft sie in ihre Rolle. Es ist wirklich eine Vorbereitung für mich, so alleine in meiner Garderobe, und ab und zu höre ich ein bisschen Musik und schaue ich mir die Bilder an. Also es sind alle Freunde und also Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe, und meine Familie natürlich auch. Und es ist halt schön. Die gebürtige Holländerin mit kapverdischen Wurzeln ist bereits seit 10 Jahren weg von zu Hause, um ihren Traum als Musical-Darstellerin zu leben. Die Dolores in Sister Act ist der quirligen Darstellerin auf den Leib geschnitten. Ich mache das jetzt über einem Jahr, und es macht mir Spaß. Es macht mir einfach Spaß, einfach auf der Bühne zu gehen und loszulegen. Und dann geht es von alleine. Obwohl nach einem Jahr bereits Routine eingekehrt ist, ein wenig Nervenkitzel gibt es vor der Show aber noch immer. Ich stehe da auf der Bühne, Rücken zum Publikum, und wenn Musik anfängt, also diese erste, dann kriegt man diesen Energiestoß und Adrenalin pur. Und ja, ich glaube, dann fängt es erst an. Ich komme mich erst noch auf der Bühne, es ist ganz locker, und sag mal Hallo zu den Jungs, also die im Backstage-Bereich, die Techniker, und dann ist es noch okay. Aber sobald man auf der Bühne steht und es fängt an, diese Ansage, hallo, herzlich willkommen im Ronacher Theater, dann fängt es schon an. Aber ja, da erst.
Jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Bevor Anna ihren heißgeliebten Afro verpasst bekommt, verschwindet ihre Haarpracht unter einem Strumpf. Ebenfalls unter der Perücke versteckt sich auch das Mikrofon. Gut fixiert und mit etwas Make-up kaschiert, ist es für die Zuseher dann kaum noch zu sehen. Wie spät haben wir es? Ja. So, Soundcheck. Auf geht's. Wenn ich tagsüber viel quatsche und unterwegs bin, mache ich nicht wirklich einen riesen Warm-up, weil das ist dann für meine Stimme, also ich mag das nicht so gerne, wenn ich zu viel gesungen habe vor der Show. Ich check das einmal, bevor ich auf der Bühne gehe und dann hoffentlich ist es denn da. Also hier sind die Jungs vom Ton und die checken alle Mikros nach. Hallo! So, dann mache ich einfach mal eine Mikro 1, 2, check, 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 check. Wunderbar. Hört sich gut, super. So geil war es noch nie. Für Annas Stimme sind die notwendigen Vorbereitungen getan. Stattdessen sucht das Orchester noch nach dem optimalen, einheitlichen Klang. Die 23-köpfige Besetzung, übrigens die weltweit größte für Sister Act, wird von Dirigent Michael Römer angeführt. Hier im Orchestergraben haben wir dort die Bläser, da oben stehen wir Dirigenten. Jetzt gibt es noch was, natürlich fragen sich ganz viele Leute auch im Orchesterraum, wo ist das Schlagzeug und Percussion? Da die hier nicht mehr Platz haben mit einem riesigen Aufbau, sind die 3 Stockwerke tiefer. Und dort unten sehen wir den Schlagzeuger. Der Percussionist sitzt auf der anderen Seite und der spielt sich dann noch ein bisschen warm, den kann man hier zuwinken. Ja. Wenn die Show anfängt, bekommen wir ein Achtung, ein rotes Licht. Dann für Start der Show und der Ansage im Zuschauerraum gibt es dann das grüne Licht. Dann warten wir ab an unser bestimmtes Zeichen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Es gibt eine Ansage im Orchesterraum. Viel Vergnügen bei Sister Act. Und Sister Act ist quasi für uns der Start, die Show mit einer 1, 2, 3 zu beginnen. Während das Orchester nur noch auf sein Zeichen wartet, steigt die Spannung in Annas Garderobe. Nach einer knappen Stunde ist die Verwandlung komplett. Den Zusehern präsentiert sich Anna wie jeden Abend als Dolores von Cartier. So, eine Minute noch vor der Show. Ich muss gleich auf der Bühne, aber noch viel Spaß bei einem Jugendprojekt am Theater an der Wien. Bis dann, ciao!